Firefighters Fighting for Your Life und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Diesmal wieder ganz alleine. Und ich glaube, wir machen unsere erste Serie. Das bedeutet, es wird eher weniger unterschiedliche Sachen kommen, sondern hauptsächlich eine Sache. Und ihr seht auch schon was, ne? RTS Wegberg. Der Grund, wieso gestern kein Video kam, ich war gestern bei Thomas. Und da haben wir zwei Folgen produziert. Beide vom RTS Wegberg. Das bedeutet, jetzt werdet ihr erstmal mit dem Let's Play vom Wegberg Submod überschwemmt. Wir werden bald auch ein Together haben. Ja, ich freue mich schon richtig, dass das endlich gut anläuft. Und ja. Außerdem möchte ich einen neuen Abonnenten begrüßen. Seinen Namen weiß ich nicht, den habe ich jetzt gerade vergessen, den nenne ich dann einfach im nächsten Video nochmal. Dankeschön fürs Abonnieren und wir hoffen, dass es so weitergeht. Ja, da ist es auch schon fertig geladen. Ich trinke mal, das ist auch keine Werbung, ich sage jetzt nur jedes Mal, was ich trinke. Sinalco Orange. Also ich glaube, die haben recht mit ihrem Slogan, die Sinalco schmeckt. Ich habe ein bisschen geübt und hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Oh nee, nee. Nee. Och Leute. Leute. Vielleicht das Ring 15. Der Fechtersring, ich vergesse es jedes Mal, ist da der. So. So, ich dachte gerade schon, der ist gecrashed, aber er hat sich einfach nur geschlossen. Mehr nicht. Da bin ich doch noch ganz froh. Jetzt fahr doch mal ein bisschen schneller. Die regt sich schon kaum noch. So. Aussteigen. Jetzt Skills. Trage. So, checken wir mal. Patient bewusstlos, ne? Zack, 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 zack. Starke Schmerzen. Oh no. Das passt das ist eigentlich ganz gut. Ist okay. Geben wir ein bisschen Sauerstoff. So. Das Problem ist, ich würde ganz gerne Morphin geben. Aber Morphin, da kommt es zu einem Atmungsstillstand. Das bedeutet, ich müsste sie betäuben und dann intubieren, aber das will ich nicht. Haben wir ein, das ist Novalgin, ist ein leichtes Schmerzmittel. Geben wir Novalgin, würde ich sagen, aber ich kann gerade noch mal gucken, ob wir sonst noch was haben. Löst Asthma.
Lösend, Narkotikum, Schmerzmittel, Bewusstlosigkeit. Ja, das kann ich nicht geben. Gut, also Novalgin. Novalgin muss dann einmal her. Komm her, hier. Novalgin. War zwar falsch, warum auch immer. Lieber nochmal checken. Alles. Das ist noch okay. Puls. Das passt alles. So, wir sind da, Leute. Wir sind da. Kardiologie. Keine starke Schmerzen ins Krankenhaus. Ute Schneider. 46 und am 5.11. geboren. Drucken. Jetzt bin ich mal gespannt. 8 richtige und 0 falsche. Schön. Freut mich. Dann fahren wir heim. Das lief doch jetzt gar nicht mal so schlecht. So, außerdem habe ich gemerkt, dass man hier, wenn man hier draufklickt, sagt er ja, wo habe ich nur meinen Kaffee gelassen? Jetzt nicht mehr. Und dann spawnt der Kaffee irgendwo. Das letzte Mal war er hier. Und ich habe jetzt die Befürchtung, dass er dann überall auf der Map spawnen könnte. Was unglaublich schwer wäre, den dann zu finden. Deshalb hören wir uns mal an, was wir zu sagen haben. Also es sind schon ein paar Easter Eggs eingebaut. Hast du das Rezept? Hast das Rezept von der Apfeltasche noch? Ja, nicht mit, habe ich vergessen. Okay. Okay. Anästhesisten gehört. Ja, das soll wohl sehr witzig sein. Jo, warten wir jetzt einfach mal auf den Einsatz. Gut, spulen wir einfach jetzt vor auf den nächsten Einsatz. Jetzt mit Schwung rein. Ja. Was kann man hier denn noch alles machen? Kann die Lampe bedienen. Mülleimer leeren. Rudolf Breitscheidstraße 12, ZPK. Verletzte Person. Nur verletzte Person, mehr wissen wir nicht, oder was? Leute! Truppe, Marsch! Rudolf Breitscheidstraße ist die da, 15. 15 ist hier. Die beiden sind es auf keinen Fall. Wo? Ah, da ist es. So. Das, was ich immer mache, ich lege den erst auf die Trage und hole ihn dann einfach schon mal rein. Das Problem ist, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil er
so da liegt und sich nicht mehr so heftig regt. Deshalb mache ich mir da ein bisschen Gedanken. Komm ein bisschen schneller als sonntags immer. So ist gut. Jetzt ganz schnell rein. So, schauen wir mal. Hä? Ist Eindruck, Kopfplatzwunde. Okay. Orientiert und ansprechbar. Leichte Schmerzen möglich. Okay. Jetzt haben wir es geschafft. Schauen wir mal hier. Atmen normal, das ist völlig normal, auch total normal. Pulsoximeter von 100 und ist ein bisschen niedrig. Was war nochmal Blutdruck? Das ist okay, das ist echt okay. Wunde versorgen. Ambularium haben wir keins, deshalb sonst hätte ich ein Schmerzmittel gegeben. Also Transport jetzt, ab nach Hause. Das geht auch so. Ja, was kann man dem noch Gutes tun? Ich kann nichts groß machen jetzt. Personen befragen. Wieso haben sie so lange gebraucht? Ja, Entschuldigung. Unser Rettungswagen ist nicht der schnellste. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wozu ich das brauche. Wozu ich das brauche. Wozu ich das brauche und das. Das weiß ich ja. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich. Und das weiß ich. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ja. Jetzt sind wir angekommen. RTW zum Einsatz, Notfalleinsatz, keine Wunde, leicht Krankenhaus und die Person. Jetzt geht's los. Und zwar am 10.4. an der Geburtstag vor ein paar Tagen. Protokoll wird gedruckt. Und 7 richtige und 0 falsche, jawohl. Ich werde besser, Leute. Ich werde besser. Dann geht mal wieder rein. Dann schauen wir mal, ob wir noch einen Einsatz bekommen. Das würde ich mir ganz gerne noch wünschen. Einen Einsatz. Kommt schon. Und wenn eine Reanimation kommt, bitte lass es mich schaffen. Weil als ich beim Thomas war, hatten wir ja schon mal gespielt. Da habe ich es tatsächlich geschafft. Aber jetzt habe ich mir auch genauer aufgeschrieben, wie man das machen muss. Da muss man nämlich viel mehr beachten, als nur das eine Schema da. Dann warten wir mal. Hallo? Landhausstraße, Verkehrsunfall. Landhausstraße ist da unten. Okay, ich weiß, wo es ist. Da. Ich meine, wir werden eh den Notarzt hinzurufen, also. Da ist es. So leicht sieht es aber nicht aus, Leute. Der ist jetzt auf Bereitschaft, sagen wir es mal so. Spulen wir mal das Ganze vor. So. Hier ist der Unfall, aber das sieht echt schon gar nicht mal so einfach aus. Jetzt bin ich gerade gegen das Mikrofon gestoßen.
Patient war nicht eingeklebt und stets ansprechbar. Was? Okay. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Notarzt brauchen überhaupt. Check. Sind Sie Arzt? Ja, sind wir. So halb. Eine Fraktur. Orientierten Ansprecher, leichte Schmerzen. Das passt. Das ist auch gut. Das ist auch gut und das ist auch gut. Das ist auch gut. Jawohl. Jetzt kriegen wir noch den Blutzucker mit. Und dann schauen wir. Machen wir schon mal das. Das. So. Jetzt können wir losfahren. Das war ja nur ein leichter Unfall, oder? Okay, Notarzt wird nicht gebraucht. Na komm schon. Sieht noch ganz gut aus. Ja, Puls ist ein bisschen hoch. Bisschen. Aber nur, also, ist noch im normalen Bereich. Die Armatur, alles wunderbar. Am Krankenhaus angekommen. Einmal reingehen, jetzt kann man schreiben. RTW zum Einsatz, Notfalleinsatz, keine Prellung, Fraktur und Wunde, leicht ins Krankenhaus. Und jetzt der Patient. Am 12.12. Schönes Geburtsdatum. Dann schauen wir mal, ob es richtig war. Yeah. So. Dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und vergesst niemals, Firefighters fighten immer für euer Leben. Von meiner Seite aus ein herzliches Auf Wiedersehen. Tschüss.